kurzer Ausflug in die Mathematik. T-Rex gleich awesome, Frauen in Lederkostümen gleich awesome, Panzer gleich awesome, übergroße Waffen gleich awesome, Lava gleich awesome. T-Rex plus Frauen in Lederkostümen plus Panzer plus übergroße Waffen plus Lava gleich fucking awesome. Und das ist nicht nur fucking awesome, das ist auch Dino Crisis 2. Während der Vorgänger noch schlicht und einfach ein Resident Evil mit Dinosauriern war, schmiss Dino Crisis 2 das Horrorkonzept komplett über Bord und ersetzte sich durch Action, Action, Action. Die Handlung ist da natürlich in etwa so dünn wie das Drehbuch von Transformers 2, aber ich gebe trotzdem mal mein Bestes, um die Geschehnisse zusammenzufassen. Did you swing your precious machete around? Well, I guess I can help you out. Wir schreiben die ferne Zukunft des Jahres 2010. Eine geheime Abteilung der Regierung experimentiert an einer rätselhaften dritten Energie herum, weil das nur immer das ist, was geheime Regierungsabteilungen so tun. Im Zuge dessen wird eine ganze Stadt namens Edward City einkassiert und ausschließlich zum Experimentieren genutzt. Das geht natürlich nicht lang gut und zack, schuddert die Energie die gesamte Stadt mehrere Millionen Jahre zurück in die Zeit der Dinosaurier transportiert. Das ist doof und die Regierung ist darüber gar nicht erfreut. No! 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 Sie schickt ein Team aus Spezialagenten durch ein Zeittor, um die Daten der Experimente wiederzuholen. Darauf basierend entwickelt sich eine der abgefahrensten, absurdesten und dämlichsten Zeitreisegeschichten ever, rund um Dinosaurier, die in die Zukunft geschickt werden, Jugendlichen, die ihnen sprechen können und Störungen im Raum-Zeitkontinuum. Wow, this is heavy. Das ist Trash vom Allerfeinsten und macht hier Spaß. Resident Evils Geschichte ist dagegen geradezu anspruchsvoll. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. Nachdem das gesamte Team von einer Horde Velociraptoren getötet wird und Möchtegern Cowboy David es gerade noch so hinbekommt, einen ebenfalls angreifenden T-Rex mit einem Raketenwerfer ein Auge auszuschießen, entschließen sich die beiden übrig gebliebenen Agenten Dylan und Regina dazu, das einzig Logische zu tun und in entgegengesetzte Richtungen zu laufen. Und hier sieht man auch schon, wieso Dino Crisis 2 eigentlich so verdammt großartig ist. Während andere Spiele nun die Story vorantreiben, die Persönlichkeiten der Charaktere aufbauen oder anderen langweiligen Krams machen würden, hetzt euch Capcom nur wenige Minuten nach Start des Spiels den T-Rex auf den Hals und lässt Dill noch einen schlechten One-Liner von sich geben. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd, während der T-Rex Gott sei Dank so freundlich ist, nicht zu rennen, sondern nur langsam durch die Gegend zu stapfen, greifen uns plötzlich Menschen in Motorradhelmen und Lederanzügen an und halten dazu noch Tron-Discs in der Hand. Und das alles nach gerade mal 10 Minuten Spielzeit. Dude! Den Großteil des Spiels verbringen wir damit, von Areal zu Areal zu laufen, auf dem Weg alles abzuknallen, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, und dadurch fleißig Punkte zu sammeln, mit denen wir dann wiederum neue Waffen kaufen können, die dann auch gerne mal so groß wie Dylan selbst sind. Oder Regina, denn die spielen wir auch und kommen dank ihrem Allzweck-Elektroschocker nicht nur gegen die Dinosaurier an, sondern auch in Gebiete, die für Dylan vorher unerreichbar waren. Hier und da lösen wir mal ein Schalterrätsel oder müssen einen kleinen Dino, der uns eine Schlüsselkarte gestohlen hat, durch geplantes Öffnen und Schließen einiger Lüftungsschächte einfangen. Wirklich komplex wird es aber glücklicherweise nie. Neben packender Action und knisternder Erotik gab es eine damals extrem beeindruckende Grafik, die im Jahre 2000 sämtliche Power aus der PlayStation geholt hat und von einem atmosphärischen Soundtrack unterstrichen wurde. Dino Crisis 2 hat mir heute, über 10 Jahre nach seinem Erscheinen, immer noch großen Spaß gemacht. Jeder Kritikpunkt an dem Spiel, etwa dass die Proportionen eines Panzers so gar nicht zu seiner Umgebung passen wollen, oder dass die Geschichte zu keiner Sekunde auch nur irgendeinen Sinn ergibt, erhöhen nur noch den B-Movie-Charme des Spiels. Nur ohne das ewig lange Backtracking wäre ich liebend gerne ausgekommen. Das Dino Crisis-Franchise wurde leider mit dem dritten Teil nachhaltig beschädigt, denn obwohl sich Dinosaurier in Space absolut unbesiegbar gut anhört, war das Spiel aufgrund seiner furchtbaren Kamera leider fast unspielbar. Vielleicht lässt sich Capcom irgendwann ja doch einmal dazu hinreißen, dieses Franchise in moderner Form weiterzuführen. Bis dahin bleibt mir nur, in Nostalgie zu schwelgen und weiter von Regina und Paula zu träumen.